Über Icosaeder gibt es ja schon verschiedene Videos, die die Unterschiede der einzelnen Baumethoden erklären, sowie die Kombinationen, die möglich sind, und auch die unterschiedlichen Muster oder die Verwendung unterschiedlicher Materialien. Deshalb beschränke ich mich hier in diesem Video auf den Zusammenbau des Icosaeders nach dieser zweiten Baumethode, die im Mittelbereich so ein Streifenmuster ergibt. Hier in klein. Das ist das stabilste aller Baumethoden hier. Man kann damit getrost werfen und Ball spielen. Das ist etwas graziler und auch das ist nicht überall zu gebrauchen. Der grundlegende Unterschied ist, bei dieser Baumethode habe ich eine Vorderseite und eine Rückseite vom Papier. Beide sind sichtbar. Deshalb muss ich da genau aufpassen, wie das Papier auch verwendet wird oder werden soll. Während hierbei nur eine der beiden Papierseiten nach außen sichtbar ist. Da habe ich dann natürlich mehr Möglichkeiten. Ich kann damit auch einseitig bedrucktes Papier verwenden, wo ich die bedruckte Seite einfach dann hinterher nicht sehen will. Genauso ist es dann auch hierbei. Diese Baumethode stelle ich in einem separaten Video vor. Die habe ich hauptsächlich für den Fotowürfel verwendet. Da wird dann das Ganze von innen zusammengebaut, ist etwas komplizierter und nicht so stabil. Wir beschäftigen uns dann mit der größeren Ausgabe. Um die verschiedenen Möglichkeiten des Zusammenbaus zu erklären, nehme ich kurz mal ein fertiges Teil auseinander. Das geht recht fix, auch wenn das Ganze insgesamt stabil ist. Aber das Auseinanderbauen macht dann keine Probleme. Dann kann ich nämlich gut erklären, worauf es ankommt. Das Zusammenbauen habe ich schon vor ein paar Monaten aufgenommen und ich ergänze das jetzt gerade nur durch diese Einführung. Ist ja auch mal ganz interessant, sowas zu sehen, um zu erklären, wie das Ganze zusammengebaut ist. Was man hier schon sehen kann, man kann den Icosaeder so zusammenbauen, indem man die einzelnen Elemente, die ja einzeln die Form von einem umgedrehten Y haben, in der Mitte, im Mittelbereich miteinander verbindet. Ich drehe das mal rum, so dass man auch sieht, wie man das dann normalerweise macht. Dann sieht das so aus. Man merkt schon, es ist etwas wackelig und unhandlich. Ich habe das Ding jetzt mal zerlegt in seine fünf Elemente. Die kann man auf zwei Arten miteinander verbinden. Entweder hier im Mittelbereich das zuerst ineinander legen und miteinander verhaken und muss dann Unterseite und Oberseite anschließend zusammen machen. Das kann man unter der Kamera nicht zeigen, außerdem fällt einem das ständig auseinander. Ich habe mir deswegen angewöhnt, mit Hilfe von diesen Papierklammern ein Modul nach dem anderen unten und oben miteinander zu verbinden, sodass ich von vornherein schon diese Wölbung hinbekomme. Das hat sich als Bestes auch erwiesen, um das unter der Kamera zu zeigen. Wenn man die Kugel von innen zusammensetzen muss, bei der dritten Bauvariation, bleibt einem allerdings nichts anderes übrig. So sieht es aus, wenn man Unterseite und Oberseite separat gestaltet. Über die verschiedenen Muster und Möglichkeiten mit den Farben, darüber gibt es hier ein separates Video. Aber jetzt zum Zusammenbauen. Über das Falten der Module gibt es ja schon ein ausführliches Video. Ich habe drei deshalb schon mal von jeder Sorte vorbereitet. Ich brauche hier eins für unten, eins für oben. Damit man die Besonderheiten für dickeres Papier oder Karton sehen kann, werden wir jetzt noch für jeweils beide Seiten noch zwei Module falten. Als erstes ist wichtig zu entscheiden, was zu sehen sein soll nachher auf der Oberfläche. Und bei dieser Art des Zusammensetzens ist es so, dass das, was zu sehen sein soll, oben drauf liegen muss, wenn ich mit Falten beginne. Das hier will ich nicht, also kommt das gerade andersrum. Das wird nachher zu sehen sein. Die Module, die ich für unten haben will, greife ich hier unten in der Ecke, meine Eselsbrücke,
rüber zur anderen Ecke. Und so würde ich das auch machen mit allen Modulen, die ich für die Richtung brauche. Dann komme ich nachher nicht durcheinander. Das ist jetzt also für unten. Die Module, die für oben gedacht sind, greife ich oben an der Ecke und gehe gerade wieder zu der anderen Ecke. So werden die dann seitenverkehrt, so wie ich es brauche nachher. Also Module für oben, oben anfassen. Bei diesem Karton, was in etwa die Stärke hat einer Postkarte, muss man schon einiges noch zusätzlich beachten beim Falten. So, erstmal die für unten, mit denen komme ich persönlich nicht so gut zurecht, weil irgendwie bin ich das andere von den Sternen her gewöhnt. Ich gucke, dass ich da oben in die Ecke komme. Und dann geht's schon los, beide Seiten. Die Version zu falten ist das schnellste und gibt nachher das stabilste Ergebnis. So, dann höre ich erstmal damit auf. Bei dem anderen unten die Ecke. Wie normal. Ist nur etwas anstrengender. Das Ganze. Deshalb zeige ich es ja auch hier. Wenn ich das jetzt habe, lege ich die Module. Ich würde also alle fünf vorbereiten von der einen Seite. Würde die so vor mich hinlegen, dass ich unten diesen ersten Falz habe, diese gerade Seite. Dann kann ich das hier rüberwickeln und kann direkt anschließend nochmal hier rüber falten. Und das sollte jetzt eigentlich hier genau voreinander sein, dass man es noch bewegen kann. Dann passt es hinterher am besten. Dann nehme ich das obere Ende und schiebe es so gegeneinander, dass diese Trennnaht hier zu sehen ist. Das wird dann der Mittelfalz und knicke so etwas an. Mehr kann ich jetzt im Moment nicht tun, weil das Material zu dick ist. Dann öffne ich das Ganze, halte das so gegeneinander, dass dann wirklich Spitze auf Spitze hier zusammenkommt. In der Position mache ich einen Falz, entweder mit einem Messergriff oder mit einem stabilen Fingernagel. Dann passt das. Dann lege ich es nochmal so zusammen, dass es wieder als Rechteck da liegt, mit beiden Spitzen voreinander. Und mache den Falz hier auch noch, damit unsere Form nachher nicht Rundungen hat, sondern wirklich gute Ecken und Kanten. Als letztes, hier habe ich ja noch eine Kante und über die kann ich dann diese Ecke schlagen. Die brauche ich dann zwar in der anderen Richtung, aber so wird es am exaktesten. Auch das ist Papier dann etwas anders. So, damit ist das eine Modul erstmal soweit fertig. Ja, ich kann es gleich machen. Ich kann es gleich auseinanderwickeln und die Ecken dann gerade in die andere Richtung. Wenn die schon einmal vorgeknickt sind, dann wird das auch ganz exakt da. Ich stelle es gerade mal zu den anderen. Also die glatte Kante nach unten, das ist für mich am einfachsten. Und dann gerade über die Kante drüber schlagen, leicht drehen und das andere auch. So, dann obere Ecke anfassen, so leicht öffnen und den Knick etwas vorknicken, das Ganze auseinandernehmen. Und hier so übereinander legen, dass die Spitze wirklich hier übereinander liegt. Und dann kann ich hier den Falz machen. Nehme das wieder auseinander, dass ich so liegen habe. Und mache hier auch noch beide Falze. Dann halten die nachher viel besser. Und jetzt gerade noch diese zwei Ecken nach innen. Dann ist das Modul auch soweit fertig. Auch hier kann ich es auseinandernehmen und zu meinem Vorrat stellen. Jetzt kommt die andere Seite dran. Gut, dass ich schon den Falz gemacht habe, sonst würde ich jetzt nicht mehr genau wissen, was welches Modul ist, und so weiß ich ganz klar, dass für die Oberseite oben anfassen, unten in die Ecke, und das ist jetzt viel flüssiger, geht das von der Hand, weil das habe ich schon tausendfach gemacht mit den Sternen. Einmal über jede Seite. So. Das mache ich dann auch mit dem anderen. Das würde ich gleich mit den fünf Modulen machen, wenn ich sie hintereinander falte. Dann ist ein Arbeitsschritt fertig.
So, auch hier würde ich es so legen, dass unten die gerade Kante ist. Das ist der einfachste Weg. Wie man es macht, ist natürlich egal, aber so hat man am wenigsten Faltaufwand. Gerade so, dass das hier noch passt miteinander, sonst habe ich was falsch gemacht. An der oberen Seite wieder anfassen und gegeneinander schieben, sodass sich das öffnet. Jetzt kann ich wieder hier das leicht anknicken. Im Prinzip genau dasselbe wie auf der anderen Seite, nur halt seitenverkehrt. Deshalb rede ich jetzt mal nicht mehr. Das ist genau dasselbe wie vorher. So, damit habe ich ein Modul dann auch fertig. Die Ecken mache ich gleich in die andere Seite, in die andere Richtung und stelle es zu meinem Rest. Jetzt noch das zweite, also so hinlegen. Man kann es natürlich auch anders machen, aber so ist es am einfachsten. Das bleibt jedem logischerweise freigestellt. Öffnen. Jetzt habe ich es an der falschen Seite angefasst und muss das Ganze dann rumdrehen, aber das geht auch. So, leicht anknicken und hier dann wirklich so zentrieren. Ich zeige es nochmal näher, dass die Spitze wirklich auf der Spitze liegt. Dann bin ich sicher, dass es hinterher auch passt. So, gerade so zusammenlegen, damit ich hier noch außen die Falze nachfahren kann. Und hier die kleinen Ecken nach innen, dass ich einen exakten Knick da habe. Das Ganze öffnen, die Ecken in die andere Richtung, so wie ich sie brauche. Und jetzt ist das fertig. Jetzt habe ich also zwei Stapel. Fünf für oben, fünf für unten. Und wie schon öfters gesagt, die für unten stehen so auf der Basis, dass die unten ist. Und die haben die Spitze, die kann man sich merken für die Oberseite, für die Spitze von dem ganzen Ding. So ist es meine Eselsbrücke. Damit ich die miteinander verbinden kann, muss ich die hier einschneiden. Das mache ich hier mal gerade. Bei dem dicken Material ist das ein bisschen einfacher, weil ich ja dann hier auch die Kante habe, an der ich mit der Schere entlang gehen kann. Das sollte man sehen können. Ich kann ein bisschen weiter schneiden als bis zur Mitte, nur nicht weniger. Und genau an derselben Seite, nach innen zu meine ich, mache ich das jetzt mit denen. Die einen fasse ich so, jetzt bei der zweiten Seite für oben, fasse ich gerade an der kleinen Ecke. Dann schneide ich nämlich auch genau das Richtige ab. Eins fehlt mir noch. Ja, ich will nicht beide schneiden. Das wäre etwas zu arg. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gemacht. Genau. Man merkt schon, es fliegt ein bisschen durcheinander, aber das ist egal. Bei der Faltmöglichkeit kann ich, wenn ich jetzt, ich mache das mal ein bisschen an die Seite, wenn ich jetzt anfange, die Module zusammenzustecken, kann ich es hier an dieser Seite öffnen. Das ist da einfacher. Und schiebe einfach das Ding dahinter. So wie das mit Papier ist, aber wenn ich Laschen dran habe, dann habe ich es anders gezeigt. Jetzt müsste hier eine eingeschnittene Ecke sein. Dann ist es richtig. So, ein Element ist fertig. Nehme wieder das zweite. Ich kann auch vorher schauen, ob ich es richtig habe. Öffne das hier. Schiebe das hier rein. Und mache das wieder zu. Element Nummer 2. Inzwischen habe ich schon an die 100 von diesen Icosaedern gebaut in den unterschiedlichsten Größen. So langsam weiß ich dann, wie es funktioniert. Ja, so rum ist es besser.
Draht dahinter schieben. Das ist ja hier an der Mittelnaht. So, das sind meine fünf Elemente. Ich fange gerade mit dem ersten an. Ich brauche als Hilfsmittel beim Zusammenbauen, wie bei Papier auch, solche Klemmen. Wäscheklammern würden wahrscheinlich nicht halten, außerdem wären die dann im Weg beim Montieren. Mit denen habe ich also wirklich gute Erfahrungen gemacht. Die gibt es anscheinend überall für wenig Geld zu kaufen. So, jetzt mein erstes Modul. Ich fixiere das gerade hier an der Seite, dass mir die Einzelteile nicht verrutschen können. Moment. Das ist hier genau im Knick auch drin steckt. Dann nehme ich das zweite Modul, schiebe das gerade an dieser Stelle ein. Im Prinzip wie bei Papier auch, deshalb dahinter und zu. Jetzt muss ich das hier oben auch fixieren, dass sich das nicht öffnet, denn jetzt kann ich schon unten das erste zusammenstecken. Und bei der Bauvariante, wenn ich unten an diesem kleinen Dreieck festhalte, öffnet sich fast schon von selbst diese große Lasche. Jetzt kann ich das hier ineinander schieben und auch ja, am besten von der anderen Seite hier zusammenstecken. Da habe ich eine glatte Kante. Wichtig ist, dass hier dieses obere Modul wirklich bis zur Kante hier drin steckt. Sonst habe ich nachher Probleme beim Zusammenbauen. Jetzt kann ich das zweite Element hier ansetzen. Wenn ich hier oben festhalte, dann rutscht das wie von selbst ineinander. So, als nächstes kann ich schon oben beginnen, das zusammenzubauen. Dann wandert meine Klammer ein Stückchen weiter hier, um das zu fixieren. Gehe an die Unterseite, mach die Klammer los und kann das hier reinschieben. Bisschen nachhelfen und wieder feststecken. So, und hier sieht man, was ich meine. So schräg sollte es nicht bleiben. Das muss dann schon an die richtige Stelle gerückt werden. Es geht jetzt noch, weil es noch recht locker ist alles. Jetzt kommen wir zum dritten. Immer wieder hier oben einschieben, dass es eine durchgehende Reihe gibt. Jetzt wird es erst wieder oben festgemacht. Die Klammer wandert ein Stück. Unten mache ich die Klammer raus. Und setze es dann gleich unten auch wieder dazu. So, dann kann ich die Klammer wieder reinmachen. Und das Modul, wenn es sich verschoben hat, wie hier, wieder ausrichten. Ja, da sieht man schon, das geht nicht mehr so gut, wenn es eingeklemmt ist. Also, dann am besten vorher danach schauen, dass es genau in dem Dreieck drin sitzt. Man merkt es wahrscheinlich auch beim Zusammenstecken, wenn man Acht gibt, dass es schwerer geht. Bevor ich jetzt nun das fünfte Element dran setze, kann ich hier unser erstes, was ich an die Seite geklammert hatte, rausnehmen. Das stört mich sonst. So, jetzt kommt das fünfte. Auch wieder hier oben einschieben. Festhalten. Öffnen, dahinter legen, schließen und oben rein. Ihr merkt schon, das Material ist störrischer als Papier, aber das ist ja gerade das, weshalb ich das zeige. Und ich meine, es ist eine gute Grundlage dann für Bastelarbeiten, die man anschließend noch vorhat, dass man so eine stabile Kugel dann wirklich zusammenbaut. So, jetzt kann ich unten die Klammer rausnehmen und das wieder hier reinschieben. Ich mache es gerade nochmal feste. So sieht das dann aus.
gibt die Oberseite hier. Da sind die soweit reingeschoben. Sobald es etwas Spannung hat, hält es auch schon in sich. Da muss es noch ausgerichtet werden. Mir ist es ganz recht, wenn hier oben noch eine größere Öffnung bleibt, weil ich ja das Ganze noch miteinander verbinden muss. Unten sieht es dann jetzt so aus. Und was wichtig ist, dass die seitlichen Module alle wirklich hier gut ausgerichtet sind, über der Unterseite, da wo sie ja schon verbunden sind, damit ich keine Probleme bekomme später. So, jetzt kann ich daran gehen, den Boden zu verschließen. Ich muss dazu dann mein erstes Modul rausholen. Da muss ich ja jetzt das andere reinstecken. Die Klammer kann ich wegmachen, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt der spannendste Moment, der auch am schwierigsten ist oder am unbequemsten. Jetzt muss ich sehen, dass diese Lasche von meinem letzten Modul in das Ende vom ersten reinkommt. So wie ich das Reihum ja immer verbunden habe, nur jetzt habe ich halt weniger Platz. Am besten ist es, wenn man da dieses letzte Modul oder das erste Modul etwas hochhält. Dadurch kann man nämlich von innen reingreifen und kann das ein bisschen verschieben. Sobald mir das drin steckt, da drauf, das mache ich dann später zu, kann ich es bis zur Kante schieben hier. Und jetzt muss ich es im Mittelteil wieder verbinden. Und hier, besonders hier, muss man jetzt darauf achten, dass das an der richtigen Stelle ist. Die Kante, dass das obere Modul wirklich drin sitzt, wo es hin soll. Das verrutscht nämlich gleich ganz gerne. So, also wenn alles passt, lieber einmal mehr geschaut, wieder reinschieben. Da ist jetzt schon Spannung drauf. Wieder festhalten in dem oberen Eck und auch das letzte hier hinterlegen. Darauf achten, dass sich das da drin nicht umklappt, dann habe ich sonst Schwierigkeiten, später die Spitzen ineinander zu stecken. Also es sollte ganz glatt da drin sein. Ich denke, man kann es sehen. Ja, so sieht man es, glaube ich, ganz gut. So, jetzt kann ich die Klammer, die obere Klammer losmachen. Und jetzt muss ich so ein bisschen hier dagegen halten, dass mir das nicht auseinanderrutscht, was schon zusammen ist, aber das wäre auch kein Problem. Dann kann ich das in die Lasche reinmachen, auch hier oben eine Öffnung lassen, damit ich sehen kann, wie ich es zusammenbaue. Und das letzte kommt dann hier rein. Mit Karton geht das leichter als gedacht. Jetzt kann ich das so ein bisschen gegeneinander drücken. Das hier, die Öffnung wird dann immer enger. Ups, da fehlt mir was. Jetzt habe ich zu früh reingedrückt. Jetzt muss ich es wieder ein bisschen auseinander machen. Das war jetzt nicht so geschickt. Ich kann dann hier in so eine seitliche Naht reingehen und es etwas aufdrücken. Das war jetzt nicht so geschickt zum Zeigen. Also diese Lasche muss noch hier rein. Die habe ich jetzt vergessen, weil das Ganze so schön aussah. Machen wir es noch mal ein bisschen los. Es ging auch irgendwie schon zu leicht. Aber ich dachte, wer weiß, vielleicht hat es ja diesmal anders geklappt. So, und jetzt sieht man schon, hier ist jetzt eine Ecke entstanden. Dadurch, dass die Öffnung so eng ist. Ich kann die Ecke aber ein bisschen runterdrücken. Nur gucken, dass woanders nichts rausfliegt. Dann kann ich das nämlich hier so drehen. Deshalb ist es gut, wenn noch die Öffnung etwas größer ist. Dann kann man auch mit dem Finger rein und kann dann vorausgesetzt, das ist hier ein bisschen eng, das sollte eigentlich oben sein, aber ich denke, das System ist klar. So, jetzt geht es hier dahinter. Und jetzt kann ich das weiter reinschieben. Und immer darauf achten, wenn die Öffnung noch größer ist, dass dieser Innenkarton, die Spitzen sind ja hier doppelt an der Stelle, dass das auch im Kreis rumliegt und sich nicht umgeklappt hat. Dann hält es nämlich nicht so gut zusammen. So, jetzt ist aber alles richtig. Schauen wir auf die untere Seite.
Da sieht es normalerweise von vornherein schon besser aus. Was ich jetzt noch machen kann, hier diese Fugen kontrollieren, dass ich da mit dem Messer dahinter gehe und das noch ein bisschen zurecht drücke und rücke. Wenn hier die Naht nicht gerade ist, dann kann ich drunter gehen und das noch ein bisschen von oben schieben, von unten ziehen, dass da die Kante gerade ist. So, jetzt schauen wir die Oberseite an. Das hier zum Beispiel müsste noch korrigiert werden. Ich gehe rein, ziehe das ein bisschen runter und drücke gleichzeitig hier nach. Dann rutscht das Modul. Na, es rutscht nicht. Muss man schon etwas kräftiger ziehen, rutscht dann besser hier in die Ecke rein. Aber ich habe extra jetzt nichts abgeschnitten von den Ecken, wie man es sonst vom Stern gemacht hat. Aber sonst passt es hier überall, wie man sieht. Das sollte so funktionieren. Noch ein bisschen rütteln. Und dann ist mein Icosaeder fertig. Ups. Ich hoffe, es war nicht so schnell. Man sieht das ja auch in anderen Videos nochmal. Viel Spaß. Und wem das noch nicht genug war,